Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Sonntagsshit, nämlich zum ersten Part von Cult of the Lamp. Das Spiel, das bei der Abstimmung im Community-Tab bei mir gewonnen hat. Dazu nochmal zur Aufklärung. Es stand, also wenn ihr jetzt drauf geht, steht es glaube ich 4:4 für Cult of the Lamp und Mario Kart 8. Ich habe um 23.50 Uhr am Sonntag nochmal geschaut, da war Cult of the Lamp vorne. Ich weiß jetzt nicht, kam Mario Kart 8 in den 10 Minuten bis um 12 oder nicht. Ich habe mich jetzt selber, weil ich einfach dachte, dass Cult of the Lamp gewonnen hat, für Cult of the Lamp entschieden. Aber ich werde Mario Kart 8 natürlich bringen. Wann, weiß ich nicht, aber es wird kommen. Und auch für die Leute, die hier abonniert haben wegen Super Mario, es wird in der nächsten Woche, nur mal ganz kurz zur Info vorab, Montag, Mittwoch, Freitag wird Cult of the Lamp kommen, immer 18 Uhr. Ja, 18 Uhr. Und Dienstag, Donnerstag, Samstag wird Gothic kommen, 18 Uhr. Außer heute kam Gothic, weil ich es gestern nicht geschafft habe. Und dazwischen werden Videos kommen wie Super Mario 64 erst zu Ende und danach Mario Kart 8. Also wenn Super Mario 64 zu Ende ist, wird Mario Kart 8 folgen. Und auch Pokémon Short Facts werden jeden Tag hochgeladen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Einen kurzen Moment bitte. So, bin wieder da. Ja, was ich von Cult of the Lamp weiß, ist nicht viel. Ich habe mir tatsächlich ein Let's Play angeschaut von, ich glaube, einer halben Stunde vom Anfang. Und dann hat mich das Spiel so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, nein, ich schaue es mir nicht weiter an. Ich spiele selber. Und deshalb gehen wir jetzt rein ins Spiel. Wir machen einen neuen Spielstand. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in Acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopfe sitzen. So. Alles klar. Ja, und jetzt? Muss ich irgendwas drücken? Ah, ich kann laufen, okay. Alles klar, dann bin ich zu dir laufen. Kann ich irgendwas hier machen? Nein. Okay. Dann laufe ich hier mal durch. Ah, ich muss hier einfach weiterlaufen. Okay. Ein Spiel von Massive Monster. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, ich lese das jetzt nicht alles vor, ihr könnt es ja lesen. Ich muss auch mal schauen, wie es mit meiner Kamera ist. Die ist ja jetzt gerade rechts unten, wie bei Gothic. Werde ich da mal schauen, wie es dann im Spiel selber ist. So, muss ich da drauf? Okay, wir knien uns mal nieder, um geopfert zu werden. Vor uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Oh, da war der Ton mal weg. So. Okay. Ja, jetzt sind wir im Himmel. Das Lamm wurde also geopfert, oder? Ja, das habe ich ja damals im Intro schon mal gesehen, wo ich das angeschaut habe. Aber es ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, es war sogar letztes Jahr. Okay, jener, der wartet. Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist, einen Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Hoho, ja oder unbedingt?
Unbedingt. Alles klar, und jetzt haben wir ein Schwert. Ah ja, okay. Okay, also ich kann hier alles kaputt machen. Ausweichrolle. Jawohl. Wir machen hier alles kaputt. Ja, und jetzt kann ich hier irgendwas einsammeln. Kann ich hier was kaputt machen? Oh, ich kann das Gras kaputt hauen. Bringt mir das was, das Gras kaputt zu hauen? Okay. Ah ja. Gibt verschiedene Level. Jetzt kann ich hier hin. So, jetzt. Rattau. Fürchte dich nicht, ich bin Rattau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du. Gefäß? Gefäß. Aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald, der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Ja, wir nehmen hier erstmal alles mit, oder? Okay, ich verbrenne nicht. Ja, bringt mir das hier was, alles zu zerschlitzen? Schliatz! Okay, wir gehen einfach mal weiter. Mal schauen, was kommt. So. Oh. Okay. Bam, 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 bam. Komm her. Alles klar. Und Boots. Oh, wir haben eine Schatztruhe gefunden. Inventar öffnen. In meine Münze. Eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Spieler, das Lamm. Klinge des Kreuzfahrers. Okay. Kein Fluch ausgerüstet. Und Vlies, ein edles Gewand, keinen Boni. Kult haben wir keinen, Quests haben wir keine. Inventar, wir haben nur eine Münze. Alles klar. Ja, ich mache jetzt einfach mal alles kaputt, oder? Vielleicht findet man da Sachen. Ja, hier. Kann ich hier nichts aufsammeln? Nee. Keine Ahnung, ob das was bringt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob es was bringt, hier die Sachen immer kaputt zu machen. Also in anderen Spielen kann man hier auch immer was finden. Oh, wow, wow, wow. Ui. Alles klar. Oh, zwei Münzen gefunden. Ich mache hier einfach mal alles kaputt. Vielleicht finde ich was. So, da hinten noch. Oh, da gibt es jetzt zwei Wege. Ja, welchen soll ich jetzt gehen? Das ist schon mal eine Frage, die man... Wir gehen jetzt einfach mal hier nach rechts. So. Und bam, 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 bam. So, du noch. Und noch du. So, ja, wieder eine Kiste. Und hier wieder alles kaputt machen. Also die erste Folge wird jetzt vielleicht auch ein bisschen länger gehen, weil ich mich einfach hier ein bisschen reinfinden will. Oh, da ist noch was. Nee, hier ist nichts mehr. Komme ich hier noch runter? Nee. Dann gehen wir wieder zurück. Kann man das einsammeln? Auch nicht. Und dann geht's nach links auch noch. Die anderen Folgen... Ja, es kommt jetzt drauf an, wie das Spiel so ist. Bam, 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 bam. Ui, da wurden wir erwischt. Wieder nur Münzen, okay. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel dann so wird. Mal schauen, wie lange die Folgenparts gehen. Also ich bin ja immer so ein Fan zwischen 15 und 30 Minuten. Weil ich auch weiß, wenn ich mir Let's Plays oder was anschaue, wenn es länger als 30 Minuten geht, puh. So, und jetzt? Hier ist wieder eine Kiste. Und wieder nur Münzen. Und jetzt geht's raus. Okay, es wird jetzt hier dieses Tutorial sein.
Okay, hier wird was geopfert. Da ist wieder Rathau. Wir sind fast in Sicherheit. Aber schau, da vorne, eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als seinem neuen Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? So, bam, 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 bam. Ui, weg, 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 weg. Den ersten haben wir und den zweiten und den dritten haben wir. Wow. Bam, da hinten ist noch einer. Komm her. Kommt jetzt ein Boss? Oh nein. Ah, okay, ich kann ihn retten. Mehr kann ich nicht machen. Hey. Ja, jetzt ist er aber weg. Anhänger wartet auf Indoktrination. Kann ich das irgendwie machen? Kult. Nee, Spieler. Das kann man hier irgendwie auswählen. Kronenfähigkeit. Kronen, Kronen, Kronen. Was ist das? Okay, nichts. So, was kann ich jetzt noch machen? Außer die Sachen kaputt. Da kommt doch bestimmt noch ein Boss jetzt dann. Wenn das vier Dinge hat, kommt der vierte Boss. So. Ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Schauen wir mal, was jetzt hier ist. Da ist wieder Rathau, oder? Ja. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierung am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Okay. Ja, hier kann ich... Ich glaube, hier muss ich jetzt auch zum Kult zurückkehren. Machen wir das einfach mal. Das Todesschieb. Ketzer besiegt. Bam. Plus 1, 45, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung, 34 Leute zerstört. Wir nehmen es einfach mal an. Okay, ich glaube, soweit habe ich es geschaut und dann mache ich dieses Let's Play auch wieder aus. Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Einfach. Jederzeit ändern. Okay. Schwer. Oder extra schwer. Nee. Also Leute, ich würde jetzt sagen, wir machen entweder einfach oder mittel. Aber wir machen jetzt mal mittel. Also einfach, nee. Wir machen mittel. So. Okay, hier komme ich nicht rein. Da ist Rathau. Der wird uns jetzt mal alles erklären hier. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kultes. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befehle diesem da, Holz oder Stein zu sammeln. Alles klar. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich glaube, ich muss jetzt zu ihm. Irgendwas? Nee. Was größer ist die Map nicht? Erweitert die sich dann noch? Also dieses Bild kenne ich jetzt eigentlich so gar nicht. Das sind Steine. Ja, wir müssen zu ihm. Der Altbremer. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Name? Oh Gott, Name. Name. Ja, dann würde ich mal sagen, wir nennen es Pandaria. Die Formwellen. So. Ich habe hier auch irgendein DLC, keine Ahnung. Werden hier Bienen, Schildkröten, Elefanten. Elefant? Ja, also Elefant. Und ein Wal. Da geht's noch runter. Was haben wir hier noch? Düsterholz, Anural. Okay, das haben wir alles noch nicht. Ja. Machen wir einmal hier. Dann haben wir hier eine Farbe. Ja, sie wird rosa. Und die Variante, was gibt's hier noch? Ja, so. Ach Gott, das sieht doch niedlich aus, oder? Nein? Was habe ich hier? Nein, ich habe E gedrückt. Hups. Huch.
wollte noch mehr machen. Bäume fällen oder Stein abbauen? Ja, Pandaria soll jetzt einfach mal Bäume fällen. Ja. Rathau ist wieder da. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Alles klar. Da oben steht was? Achso. Ah, nee. Ah, ich brauche Stein und Holz. Okay. Dann mache ich jetzt mal Stein. Ja, jetzt habe ich einen Stein. Ich brauche nochmal einen. Kann ich da einfach draufbleiben? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt zwei Steine. Und dann sammeln wir jetzt mal Holz. Ein Holz. Wir fällen den Baum. Hallo, flieg um. Gibt jetzt aber mehr. Ja, 5 Holz, dann können wir das jetzt bauen hier. Und wir bauen natürlich das Kochfeuer. Ach so. Okay, muss ich das... wo baue ich das Kochfeuer hin? Puh. Okay, dann kann ich das drehen? Ja. Wow. Ha. Ich habe keine Ahnung. Alles so? Nee, dann baue ich das jetzt einfach mal hier hin. Ja, bauen. So, jetzt steht das Kochfeuer. Nahrung. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Okay. Der Hunger deines Kultes wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Okay. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Wie sehe ich das? Achso, da ist dann Holz, hier ist Nahrung. Alles klar, merke ich mir. Und baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Okay. Sammle Bären. Aber ich sehe doch oben links nichts. Was kann ich jetzt hier bauen? Okay. Glaube, Dekorationen. Nö, ich kann noch nicht. Oh, doch, hier. Blumentopf. Aber es ist vom DLC, da baue ich mal noch nichts. Blumenboden. Okay. Nee. Ich soll jetzt Essen sammeln. Koche eine Mahlzeit. Das ist dieses Hungersymbol. Kochen. Mahlzeit. Da brauche ich 6 Beeren. Okay, wo bekomme ich die her? Da. Ja. Sammel die Beeren. 3. Dann sammeln hier auch noch Beeren. Ja, und 2 Bärensträucher. Jetzt kann ich Bären kochen, oder? Ja, das machen wir jetzt noch. Wir kochen eine Mahlzeit. Mit einem Stern. Einfache Mahlzeit aus Bären. Okay. 15%ige Chance, dass ein Anhänger sofort Fäkalien hinterlässt. Okay. Und plus 60 Hunger. Alles klar. Kochen. Ah, okay. Ja, okay, jetzt kommt Rathau. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten. Aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter jener, der wartet, wurde von den 4 Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihm an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh. Du wirst dort Gold und willige Anhänger finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Ah. Okay, jetzt ist hier hinten offen. Ich könnte hier jetzt aber auch noch meinen. Und machen. Kann ich zu dir jetzt irgendwas sagen? Nee, ja, ich will mit dir reden. Arbeiten und interagieren. Was ist interagieren? Schlafen? Nein. Zurück ist F. Ich kann arbeiten, Bäume oder Steine bauen. Ja, mach die Bäume weiter. Achso, und ich kann das dann hier einsammeln? Ah, okay. Kann ich was ablegen? Nee. So.
Ja, ich würde sagen, Leute, das war die erste Folge von Cult of the Lamb, gleichzeitig der Sonntagsshit heute. Ich hoffe, dieses Spiel wird der Shit, deswegen kommt er jetzt am Sonntag wegen Sonntagsshit und dieses Spiel ist der Shit. Ja, ihr versteht mich. Ja, morgen kommt dann natürlich gleich die zweite Folge, 18 Uhr, heute auch 18 Uhr. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Schreibt mir Namensvorschläge rein oder was auch immer, wenn man da Sachen irgendwie herstellen kann. Rekrutieren Sachen, Menschen, Lämmer sind's, mein Gott, für die Namen. Schreibt gerne rein, wenn ihr Namensvorschläge habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder mit einer weiteren Folge Cult of the Lamb. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag und macht was draus. Servus!